Ja, und damit willkommen zurück zu Star Trucker. Ich habe mich jetzt doch entschieden, nochmal noch anzufangen mit Custom Setting. Ich war jetzt auch ein bisschen im Steam Forum unterwegs. Und da hat wohl auch der Entwickler gemeint, dass das Setting für empfohlen, was sie da haben, ein bisschen zu krass ist mit dem Energieverbrauch, dass sie diesen anpassen werden. Man kann die Einstellung momentan nicht nachträglich ändern, wenn man mal ein Spiel gestartet hat. Das heißt, man muss neu anfangen. Das soll aber in Zukunft dann gehen, dass man das machen kann. Ich hoffe mal sehr, dass es dann kommt. Und ja, ich habe jetzt Custom-Schwierigkeit, dass der Verbrauch von den Energiezellen niedriger ist. Und ich bin jetzt schon ein bisschen rumgefahren. Das passt jetzt so eigentlich. Und alles andere habe ich auf normal gelassen. Also ich habe nur den Verbrauch von der Energiezelle angepasst. Was ich auch herausgefunden habe, ist die Sache mit den ganzen Bekleidungen und Benzin etc. Das kann man alles verkaufen. Beziehungsweise günstig wieder einkaufen bei den Stationen, dann kann man so ein bisschen Handel betreiben. Und in der Station, wo wir jetzt gerade sind, habe ich zum Beispiel hier Bier gekauft. Limonade, Energy Drinks und nochmal Bier. Plus Orangensaft und Alltagskleidung und Arbeitskleidung. Dass man das dann irgendwo anders dann verkaufen, das wäre so eine Idee, wo das dann also teurer gehandelt wird. Hier in den Kisten habe ich momentan die Energiezellen hier drin und in der anderen Kiste die anderen Ersatzteile. Da die Dinger da. Kommt ihr da rein? Und ich würde gern mehr Kisten kaufen, weil wenn ich dann hier die Gravitation abstellen muss, weil ich die Energiezelle wechsle, will ich nicht, dass hier alles so durch die Gegend fliegt. Diesbezüglich habe ich auch im Forum gelesen, wenn man hier irgendwas an den Teilen macht, dann soll man vorher hier die Systeme abschalten und dann erst tauschen. Weil es kann passieren, dass wenn man hier irgendwelche Energiezellen reintut, während das System aktiv ist, dass die beschädigt werden. Ja, good to know. Von den Fähigkeitspunkten bin ich genau gleich wie bei den anderen Spielstand. Und jetzt haben wir das mit Sour Candy im Medusa 6 Treffen. Das ist da vorne das Portal. Ich würde sagen, das machen wir mal. So. Glaub, wir sind soweit ready. Yes. Rollstatus 77%. Bin natürlich wieder gegen Sachen gefahren. Standard. Södele. Und Geschwindigkeit passt. Södele. Da hinten wäre sie dann. Ich habe jetzt auch den GameStar-Test zu dem Spiel gelesen. Auch die waren positiv eingestellt. Kommt gut an. Immer in der Nähe. Ja. Truck von oben. Ja, ja, ich gehe ja schon nach unten. Alles gut. Na, ah, da sind noch mehr Trümmer. Sind ein paar viele drüber. Das wird vielleicht nicht ganz so schnell hier durchdüsen. Okay. Und ich hoffe, wir kommen mal in die Polizeikontrolle rein. Denn als ich jetzt hier den Spielstand wieder vorbereiten wollte, ist mir das tatsächlich zweimal passiert. Spiel? This is Red Eddie pitching in. Candy's
has always got too much time, or too little, if you ask me. Ha-ha. I'm excellent with my time, thank you very much. Just stuck at the bank a while because I missed my dumb loan appointment. But anyway, enough of that boring stuff. Everyone, welcome to Sour Candy's Amazing Fantastic Galaxy Trivia Game! That might be too many adjectives. Here's how it works. I'll ask a few questions, and the first person to radio the right answer gets a point. Okay. Is there a prize? Oh, I didn't think that far ahead. Wow. bragging rights? And bragging rights are like gold around here. All right, players, I think it's time. Let's get started. Question number one. Starbreak has what type of animal as their adorable mascot? Keine Ahnung. Butler? Sorry, LJ. It's definitely not an eagle. Who else wants to give it a go? It's Skip the Pig. Correct. 1 point for Moon Baby. Okay, on to the next round. Now, you all know me, and how I've made volatile chemicals a hobby. You say that like it's a good thing, Sid. It's a fun thing, which makes it a good thing. But this bit of trivia is something everyone should know. Question two. What does TNT stand for? Keine Ahnung. Drei? That's not even close. Candy? You're out of your... So, ich werde mal hier zur Station mal reinbüßen währenddessen. Hey, Dynamite is totally different. But yeah, maybe that wasn't as easy as I thought. This is GP Broadcasting. Mind telling me what you're all up to? We're in the middle of a nail-biting episode of Sour Candy's Marvelous Amazing Galaxy Trivia Game. At least I think that's what it was called. Listen, Candy, I don't want to be the fun police, but you're being a bunch of windjammers. Ah, stimmt ja, das hört ja jeder. We're almost done, I promise. Two more minutes, please. All right. You're lucky I like you, Bunch. We'll wrap it up soon, okay? Thanks, B. We will. Right. I've got one last question for you all. Was ist das jetzt? Obviously, that was the incredibly talented Velvet Bandwagon. But for the final point, what was the name of that award-winning track? Eins? Open Road? I'm pretty sure it's Rusty Gold. Correct, Moon Baby. You get the final point. Now let me tally the scores. 1 point here, another there, and... Ja, null Punkte für mich. Moon Baby's got the most points. So she's our winner. Really? Wow. Well, thanks. Your official prize is bragging rights forever in perpetuity throughout the universe. You're pushing your luck here, Candy. And don't y'all have something else to be doing? Something a little more productive? Now you're really being the fun police. Okay. Well, thanks for helping me pass the time, everyone. I'll catch y'all again soon. Ja, nette Abwechslung. So, jetzt schauen wir mal. Also Textilien sind hier auch günstiger und allgemeine Waren. Allgemeine Datenpads. Und Getränke plus 27. Das heißt, die kann ich teurer verkaufen. Ja, geil. Ja. Ich meine, wahnsinnig viel Gewinn mache ich da jetzt nicht. Textilien würde ich einen Verlust machen. So. Was haben wir hier? Putzmittel. Wir hätten wieder Batterien. Soll ich noch eine kaufen? Nee, oder? Weil die sind jetzt hier günstiger. Luftfilter. Auch günstiger. Doch, vielleicht zumindest einkaufen? Na. Das schaut mich gerade irgendwie nicht so an. Na, okay. Das passt. Vielen Dank. Cool. Hast du mal ein bisschen Gewinn hier gemacht. So, als nächstes. Neuer Auftrag. Cosmos Cash and Carry. Ich glaube, da könnten wir Kredite aufnehmen. Das brauche ich aber momentan nicht. Noch nicht. Aber ein Auftrag. Zu irgendwo hin, wo wir vielleicht noch nicht gewesen sind.
das glaube ich war zu weit. Ist es das jetzt hier? Moment. Außenansicht. Ja. Ich einfach jedes Mal so Chips ranfahre. Schön behutsam. Wie bei der Bahn. Noise. So, was haben wir hier? Edgeburn, Atlas Prime, Edgeburn, Onyx. Ich glaube, Onyx brauchen wir noch nicht. Atlas Prime. Das war also Just in Time nach Edgeboro. Kriegen wir jetzt richtig viel Geld. Na, wir fahren nach Onyx, würde ich mal sagen. Beziehungsweise, schauen wir das mal schnell auf der Karte an. Onyx ist... Ach, da hinten. Ist das nicht da, wo wir initial gestartet sind? Ah. Kann man nochmal nach hinten? Also, Edgeboro, Atlas Prime, Edgeboro, Edgeboro, Onyx. Ist wirklich das einzigste. Ja gut, machen wir mal. 3200 Strafzahlung. Seu. Glasfasergewebe. Gut, abkuppeln. Und da unten ist die Fracht. Da, wo wir falsch gestanden sind. Eigentlich ist es ja nicht so wirklich realistisch, dass wir hier langsamer werden, aber ich meine, das ist Trucker Fantasy hier. Da glaube ich, kann man das schon so machen. Oh. Ich habe vergessen, die Scheinwerfer wieder anzumachen. Das machen wir gleich mal wieder. Nee, ich kann so nicht ran. Jetzt habe ich mich schon ein bisschen an die Kamera da gewöhnt. So, wunderbar. Da, ein kleines Stück noch. Sehr gut. Ah, scheinbar vor Zusatzbeleuchtung einschalten. Eckenlicht. Wie sieht denn das aus? Ah, okay. Ja, wenn dann schon volle Pulle. Aber die hinteren Lichter könnte man ausmachen. Brauchen wir nicht. Oh, den Strom sparen. Also, routentechnisch. Muss ich so oder so über Atlas bleiben. Wo ist der Sprung dafür? Hinter uns? Ach, da oben. Das heißt, wir nehmen den Highway da rechts. Oh, der müsste sein. Oh, passen wir auf wegen den Trümmern hier. Ah, was wir jetzt noch nicht haben, ist Truck Upgrades. Das habe ich in dem Spiel schon noch nicht gemacht. Naja, da würde ich mal sagen, wir tun mal ein bisschen Geld sammeln. Und dann tun wir nochmal upgraden.
ausrichten. Und Tempomat rein. Das ist echt geil, dass wir hier ein Tempomat haben. Und was leider auch schade ist, haben sie zumindest im GameStar-Testvideo gesagt, es gibt momentan nur ein Truck-Modell. Also für die Zukunft ist es cool, wenn man da irgendwie andere Trucks sich aussuchen kann. Moin. Ah, ich komme wieder schräg. Södele. Ne? Gut, wir stehen wieder total falsch. Ah, passt schon. Södele, Atlas Prime. Hallo. Wo müssen wir hin? Da rechts nach unten. Dann würde ich sagen, nehmen wir gerade mal den Highway da vorne und da runter rein düsen. Red! Red Energy! The number one energy drink in the galaxy! If it ain't so, ich würde sagen, das passt. 220! Ah, sie haben es schon wirklich toll gestaltet. Vor allem das Schöne ist, dass halt wirklich jeder Sektor komplett anders aussieht. Ich freue mich dann schon auf die langen Fahrten, wenn wir das dann freigeschaltet haben. Aber ich hätte jetzt auch wieder Bock, mal ATS jetzt zu spielen. Ja, ich glaube, ich fange da mal mit ATS so ein kleines Let's Play an. Aber ich weiß nicht wann. Jetzt wollen wir erstmal das hier mal ein bisschen fertig machen. Und dann werden wir die Zugmaschine wechseln. Ein bisschen weiter rechts, bitte. Ja, da oben ist das Tor. Ja, kannst du eigentlich mal auf 250 gehen. Södele. Wow, wow. Holy shit. Das kam jetzt überraschend. Ah, wir haben wieder Kollisionswarnung. Sehr gut. Und bremsen. Jetzt ist jetzt gerade ein bisschen knapp dran. Naja, wird schon passen. Ausrichtung passt nicht. Jetzt aber. Oh, was mir da jetzt gerade nicht so gefällt. Die Temperatur der Düsen geht hier nach oben. Wow, geil. Das sieht ja mal episch aus. Ne, da glaube ich, machen wir noch nicht. Krass. Ah, und da hinten. Bisschen Industrie, so wie es aussieht.
Gut, wir liefern das mal hier ab und dann schauen wir mal bei der Station vorbei. Geil. Beziehungsweise beim Shop, wenn wir zuerst vorbeigucken. Zum Sachen kaufen. Kommt noch ein bisschen heiß rein. Sehr gut. Nicht so sehr driften. So, haben wir. Wieso tust du die Farbe nicht wechseln? Noch weiter? Ah, jetzt. Sehr gut. Ja, nice. Vorsichtiges Fliegen und frühe Lieferung. Gut Boni kriegt. Das wird ja immer besser. Nice, nice, nice. Gut. Ich wollte mal sagen, lass mal leer laufen. Oder ist das die gute Idee? Wenn ich die leer laufen lasse, dann fliegt hinten wieder alles rum. Jetzt haben wir gerade stationär. Ah, Licht aus. Licht ein, bitte. Komm natürlich nicht dran. So. Dankeschön. Was sind wir da? 250er? Na, 150. Ja, würde ich mal sagen. Wieder einräumen hier. Und oh, jetzt machen wir es richtig. Eine Maclock-Steuerung. Verkaufskompensator. Müsste ja das sein, oder? Ja, ja, ich weiß, dass ich Verkauf aus ist. Das passt schon so. So, du kommst raus. Du kommst rein. Na komm, pass hier runter. Dankeschön. Ich hab dich extra sauber reingestellt. So. Und die lasse ich mal draußen, weil Verkauf. Andererseits. Ja, doch, lass mal draußen. Siddeli. Alles wieder to die hier. Ja, komm, ich lass mal, wir gehen ja eh gleich in den Shop. Sieh, wo ist sie denn da hinten? Ich glaube, es war der Doktor ganz rechts. Yes. Jo, das war jetzt semi-gut. Das übe ich nochmal. Ja. Ich kann das mit der Kamera einfach nicht. So, so ausrichten. Sehr gut. Ah, da haben wir noch minus 4, minus 4, minus 8, aber trotzdem. Chemikalien, Arzneimittel. Energie plus 10%. Die kann ich mal sowieso verkaufen.
Das ist günstiger, allgemeine Marke. UAK brauche ich aber nicht. Da hat man Propan und Butan. Mikrostabilisationsfilter. Stromkabel ist auch ein bisschen günstiger. Ich meine, das wäre dann... Ach komm. Wir holen uns das mal. Und auch das da. 1400. Ja gut. So. Ah, oh, das ist bestimmt gut, wenn die so rumfliegen. Zilli, Tür auf. Oh, die Dinger sind riesig. Okay. Ja, ich würde sagen, allgemeine Wand tut man da ganz rechts. Zilli. Also mein Idealkonzept ist dann alles voll mit diesen schwarzen Kisten hier. Und Stromkabel. Wobei. Ist da noch ein Platz? Nice. Die vielleicht noch aufrichten. Er passt. So überhaupt nicht gefährlich. Gut, ich würde mal sagen, ich suche uns mal schnell einen Auftrag raus. Das werde ich mal für euch mal kurz skippen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich habe einen neuen Auftrag und der führt uns nach Free Kings. Ich meinte, da sind wir jetzt auch noch nicht gewesen. Und es ist Steinsalz, just in time. Geschätzte Gesamtdauer 4 Stunden 30, das sollte sich eigentlich ausgehen. Ja, also zuerst Atlas Prime und dann auf High Express dahin. Das wird schon schief gehen. Ach ja, das habe ich auch gemacht. Okay. Ja, spiele. Ich muss jetzt erstmal den Auftrag hier machen. Und dann können wir zum allerersten Mal zerbrechliche Ware machen. Fliege ich unten drunter? Ja. Es sollte jetzt nicht so viel ausmachen. Aber wir werden uns mal ausrichten. So, nach oben bitte. Speedlimit 150. Oh, das sind so kleine Dinger unterwegs. Oh, 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 oh. Ich frag mich, jetzt wenn ich jetzt hier zu schnell fahre, aber das dann beim Auftrag dann so als fahrlässiges, also gefährliches Fahren anwertet. So. Aber Sprit ist eigentlich auch noch gut. So zwei, drei Aufträge kriegen wir da schon noch rein, bevor wir wieder tanken müssen. So. Wobei, das ist gerade 1,6 Kilometer. Komm, wir fliegen mal kurz vorbei. So, Red Eddy. Wir waren dann soweit da. Break for Jay. Break for Jay. Got a job to rate. Let me give you the rundown. I need you to take a fragile load over to Edgeburg for me. Okay. I know it's only a couple of hops, but I'm tied up here and can't get away just yet.
Might not be a long drive, but this is delicate glassware for Cloverleaf Gasworks. So you can't get too reckless. Treat it like Poppy in the backseat. Got it? Ja, so weiter, alles klar. I like that about you. Anyways, I'll leave you to it and check in when I get free. See how you're going. Good luck. Red Eddie, over and out. Gut, muss aber trotzdem warten. Aber wie gesagt, ich hab da hinten schon was dran. So, Free Kings, wie komme ich denn da hin? Ach, da hinten ist der Highway. Einmal ausrichten, danke. Ach ja, so Stationsbesuche, das wird hier noch fehlen. Mit Leuten reden. Oder vielleicht irgendwie so Nebenaufgaben machen. Aber das ist alles nice to have. Ich meine, das ist ein ziemlich kleines Entwicklerstudio. Das, was sie da abgeliefert haben, ist eh auch schon genial. Das Motto lieber weniger machen und das dafür anständig. Und dann, wenn es draußen ist, kann man halt immer noch Sachen hinzumachen. Was hast du denn? Bin doch eh weit weg. Schon richtig jetzt hier, oder? Ah, jetzt hat er mir Aufträge. Das da bitte. Ja, jetzt stimmt doch der Marker. Vielleicht ein bisschen Gas geben? Ja. Wobei, da ist wieder 85 hier. Komm, wir bremsen mal. Fliegen wir mal nach Vorschrift. Ja, so ungefähr. Geschwindigkeitslimits im All. Und da oben haben wir das Terminal. Frag mich, ab wann wir hier da die Lackierung und so weiter freischalten. Also Custom Page war schon irgendwie nice. So einen Truck kann man doch nicht Standard lassen. Und ich würde vielleicht, statt dass man hier 27P macht, dass man hier das 24-Stunden-Format rein von der Anzeige macht. Das amerikanische. Aber das sind alles Kleinigkeiten. Södere. Schauen wir mal, wie Free Kings aussieht. Okay, alles grün. Ja, moin. Right? Nee. Well, either way, you should absolutely swing by next time you pass through Tank Town. This is Sour Candy with the 8s and 3s. Later, LJ. Tank Town. Okay. Was ist mit unserem Auftrag eigentlich hier? Aufträge? Zwielichtige Geschäfte. Ich weiß ja nicht.
ab. Warte mal, 2,7. Jetzt haben wir. Ja, ich bin viel zu früh. Shit. Aber jetzt auf Echtzeit warten ist ja doch auch wegen ungeil, ne? Wenn ich da wieder zurückgehe. Das sind 2 Stunden. Und woanders hin kann ich nicht. Ach, hätte ich doch da nur irgendwie die Verbindung da irgendwo anders hin. Aber ich kann doch jetzt nicht 2 Stunden warten. Also, der Auftrag da. Ja, just in time. Lieferfenster zwischen 14.07 Uhr und 15.43 Uhr. Ich muss das mal 2 denken. Tu das mal weg. Ich bin insgesamt 4 Stunden. Ja, nee. Ich müsste jetzt eigentlich hier warten. Okay. Ich würde sagen, das mache ich mal. Liebe Leute, für euch gibt es erstmal einen kleinen Cut. Und dann schauen wir mal, dass wir hier unsere Fracht entsprechend abliefern können. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Und ich habe jetzt wirklich in Echtzeit gewartet, bis es 14.07 Uhr geworden ist. Ich hätte versucht, mal ein bisschen zu cheaten, aber das geht nicht. Das Spiel ist gemein. Gut. Ich habe die Zeit aber genutzt und habe hier mal im Shop ein bisschen was gekauft. Ich zeige euch das mal. Fracht. Das ist ein Haufen Ramsch, das wir halt wieder verkaufen sollten. Und ich sehe gerade, wir sind zu schwer. Das heißt, wenn wir eine Gewichtskontrolle kriegen, haben wir vielleicht ein kleines Problem. Ja, so viel zu dem. Dann habe ich noch, warte mal, wo war das? Aufträge. Ach nee, Konvoi. Habe ich mir das hier noch ein bisschen angesehen. Bei der Sandy haben wir jetzt ja diesen zwielichtige Geschäfteauftrag da. Davor gäbe es aber noch eine Verbesserung und da steht, das wird freigeschaltet, wenn wir noch mehr Nebenjobs machen. Also wird der Auftrag mit dem zerbrechlichen Glas da, ein bisschen so Ego hier, und wird Eddie da vielleicht von Vorteil sein, wenn wir den hier machen und vielleicht den zweiten danach, damit wir hier Verbesserungen kriegen. So weit zu dem, während ich da ein bisschen rumgeguckt habe. Da hinten ist die Abladezone. Ach, was auch passiert ist, Düsen sind eingefroren, weil ich die ganze Zeit jetzt hier rumgestanden bin. Victoria hat gemeint, ja, ich muss die Chokes hier anmachen, dann verbrauche ich mehr Sprit. Und dann sollte es wieder werden. Aber die sind bis jetzt immer noch bei Cold. Ja, gut. Wissen wir mal. Ich hoffe, die heizen dann wieder. So, da hinten müssen wir rein. Es war aber noch ganz spannend zu beobachten, was hier so für Verkehr ist. Es ist echt nicht wenig los. Okay, da unten stehen schon 2 Sachen. Ah, I see. Ja, das sollte man auch hinkriegen. Einmal wenden hier. Ja, easy. Sehr gut. Ich glaube, die Temperatur geht jetzt langsam nach oben. Absatteln. Sehr gut. Just-in-Time-Bonus, nur $30. Vielleicht, dass ich jetzt eine halbe Stunde hier gewartet habe. Okay, 3000. Perfekt. Oh, geil. Und neuer Rang. Lass gerade mal schauen wegen Fertigkeitspunkten. Größere Ladungen an Wiegestation plus 100. Oh ja. Ja.
Geil, 300. Okay, gebe ich das kein Problem mehr. Als nächstes haben wir, schalte Aufträge mit einem erhöhten Lieferradius frei. Okay. Jetzt wärst du halt die Frage. Wir müssen noch Atlas Prime. Wenn wir jetzt hier einen Auftrag für Atlas Prime hätten, wäre das irgendwie geil. Oh, man hat sogar Musik, wenn man hier den Radio aus hat. So. Aufträge bitte. Was ist das Terminal vielleicht gerade? Nee? Doch. Es ist das Terminal. Okay, bremsen. Okay, komm mal da. Mal so drehen. Naja, gut, so viel zur Musik. Das war recht kurz. Atlas Prime. Komm. Besten Dank. So. Noch Onyx. Atlas Prime. Und das wäre wieder so. Lieferfenster 16,56. Ich schaue zuerst mal ganz kurz, wie lange der Sprung dauert. Atlas Prime 2 Stunden 30 Minuten. Das heißt, es wäre dann 16:30. Beziehungsweise 16:40. Dann müsste ich da wieder rumwarten. Nee, das glaube ich, mache ich diesmal nicht. So, nochmal zu hier bitte. Auch wenn es ganz gut Geld wäre. Gut, wir nehmen den da. Erwartet, ja, 1290, besser als nichts. Annehmen. Gut. Einmal ab, bitte. Dann schauen wir mal, wo der Kollege hier rumsteht. Da unten. Ja, möchtest du Gas geben? Dankeschön. So, ich würde mal sagen, ich docke jetzt hier unten noch an, ich fahre nach Atlas Prime, dann schauen wir uns die neue Aufgabe an und machen die fertig und hoffentlich kriegen wir eine Verbesserung. Aber das würde ich dann in der nächsten Episode machen. Macht das jetzt nicht mehr spannend, das hier anzukuppeln. Ich einfach von irgendeiner Seite ran. Yes. Oder kriege ich es hin? So auf die Schnelle. Oh, der ist natürlich mal Expresskuppel. Kleines Stück noch. Nice. Algenpulver. Das klingt lecker. Also, liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Episode. Und dann machen wir mal diesen Sonderauftrag mit dem Zerbrechlichen. Ich stelle mir das jetzt nicht so schwer vor. Aber man weiß ja nie. Bei meinen Fahrkünsten. Macht es gut. Gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher.
bis zum nächsten Mal. Tschüss.